Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Das ist unsere Wirtschaftssendung Geld und Co. auf Tele Basel. Bei uns geht es heute um sogenannte Greenwashing. Zum Teil werden nachhaltige Produkte beworben, die gar nicht nachhaltig sind. Eigentlich ein Etikettenschwindel. Wie erkennen wir denn, ob eine Finanzdienstleistung, wie zum Beispiel eine nachhaltige Anlage, wirklich nachhaltig ist? Das klären wir in der Sendung. Und im Wirtschaftsbeitrag besuchen wir das Geschäft Kleinbasel und schauen, ob sie das Label Nachhaltigkeit verdient haben. Aber zuerst zum Ennio Berner. Er ist Leiter der Fachstelle Nachhaltigkeit bei der Basler Kantonalbank. Herr Berner, der Begriff Greenwashing hört man in der Wirtschaft als wie mehr. Wie würden Sie diesen Begriff definieren? Ja, übersetzt heisst es ja eigentlich etwas grün waschen. Wir würden vielleicht sagen, sich ein grünes Mäntelchen umlegen. Und bezogen auf Organisationen oder Firmen bedeutet es, dass sie sich vielleicht ökologischer oder klimafreundlicher geben, als sie tatsächlich sind. Beispielsweise, indem sie irreführende Aussagen machen oder sogar Falschaussagen. Also eine Firma, die jetzt zum Beispiel Erdgas oder Kohle würde als saubere Energie vermarkten, würde sich irgendwo wahrscheinlich bereits im Bereich des Greenwashing befinden. Wieso ist denn Greenwashing so ein brisantes Thema? Ich denke, es hängt ganz grundsätzlich damit zusammen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und in der Gesellschaft eine immense Bedeutung bekommen hat. Das ist grundsätzlich eigentlich eine gute News, denn um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht man die Gesamtwirtschaft, die mithilft. Aber wenn natürlich so viel passiert, dann steigt auch das Risiko von Fehlern. Und Greenwashing kann in jeder Branche, in jedem Unternehmen passieren. Entsprechend groß ist auch das Potenzial. Können Sie uns ein konkretes Beispiel aus der Finanzbranche nennen, was zu einem Greenwashing-Skandal gekommen ist? Ja, es hat vor kurzem einen Fall in Deutschland gegeben. Dort hat der Vermögensverwalter seine Anlagefonds grüner und klimafreundlicher vermarktet, als sie tatsächlich gesehen sind. Das war ein gravierender Fall. Das hat offizielle Ermittlungen ausgelöst, auch personelle Konsequenzen gehabt. Und der Vermögensverwalter hat natürlich seine Anlagepolitik anpassen müssen. Wie ist denn der Fall überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen? Ja, dort ist es so gesehen, dass die Nachhaltigkeitsverantwortliche von dem Vermögensverwalter selber als Whistleblowerin auftreten ist und gesagt hat, da stimmt irgendwie Anspruch und Realität einfach nicht mehr zusammen. Ist da bewusst Betrug begangen worden oder ist das Unachtsamkeit gesehen? Was denken Sie? Es ist schwierig zu sagen am Schluss. Auf jeden Fall scheint dort sehr viel Know-how gefehlt zu haben. Ob es bewusst war, weiß man nicht, aber es sind auf jeden Fall Produkt falsch zusammengebaut worden, sozusagen. Kommen wir zu den nachhaltigen Anlagen. Die sind bei uns sehr gefragt. Dazu haben Sie uns auch eine Grafik mitgebracht. Die schauen wir uns gerade mal an. Genau, da sieht man die Entwicklung der nachhaltigen Anlagen in der Schweiz. Wir sehen im 2022 das erste Mal einen Rückgang um 19%. Das hängt aber eigentlich vor allem mit dem schlechten Börsenjahr zusammen, wo eigentlich zum Gesamtabsinken vom Markt geführt hat. Insgesamt ein starker Wachstumstrend und man kann mittlerweile sagen, dass etwa in der Hälfte vom Schweizer Fondsmarkt auf irgendeine Art und Weise Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt sind. Also dort investiert man sehr viel in die nachhaltigen Anlagen. Was zeichnet denn die nachhaltigen Anlagen aus? Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze grundsätzlich, aber ich denke, das Wichtigste ist an sich, dass neben den finanziellen Kriterien, die bei den nachhaltigen Anlagen genau gleich berücksichtigt wird wie traditionell, also Liquidität, Rentabilität und so weiter, systematisch auch ökologische und soziale Kriterien mit berücksichtigt werden. Auch dazu haben wir eine Grafik und die schauen wir uns jetzt gerade an. Genau, in Farbig sieht man hier eigentlich die klassischen Anlagekriterien, Rentabilität, Liquidität, Sicherheit. Die gelten genau gleich, wie ich gesagt habe, aber eben on top kommen Umwelt, Soziales und Corporate Governance, also gute Unternehmensführung, dass man solche Kriterien im Detail und systematisch mit anschaut. Also bezogen auf einen Autohersteller zum Beispiel wäre das, dass man nicht nur die Bilanz anschaut, ob die solid ist, sondern dass man auch schaut, ob der Hersteller eigentlich CO2-Ausstoß für seine Fahrzeuge im Griff hat oder für seine Werksmitarbeiter, die sehr gute Sicherheitsmaßnahmen hat. Mhm. Damit jetzt im Finanzsektor nicht Greenwashing betrieben wird, hat der Bundesrat Ende 2022 Leitplanken bestimmt, wenn ein Finanzprodukt oder eine Finanzdienstleistung als nachhaltig gilt. Wie sehen dort die Kriterien aus? Also das ist richtig, der Bundesrat hat dort eine Stossrichtung vorgegeben, hat gleichzeitig eine Arbeitsgruppe installiert, die jetzt dort Details ausarbeitet.
Aber grundsätzlich geht es darum, dass eine nachhaltige Anlage nur dann darf nachhaltig genannt werden, wenn neben dem finanziellen Ziel auch ein Nachhaltigkeitsziel spezifisch verfolgt oder mindestens unterstützt wird. Das klingt recht technisch. Wie können wir uns das praktisch vorstellen? Ja, praktisch, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel wäre, den Klimawandel zu verlangsamen, dann würde man einen Fonds wählen, der vielleicht ausschließlich in erneuerbare Energie investiert. Oder wenn das Ziel wäre, die Armut in Schwellen- und Entwicklungsländer zu senken, dann wäre ein Mikrofinanzfonds zum Beispiel das Richtige, der genau das zum Ziel hat. Also nachhaltige Anlagen, wie Sie gesagt haben, sind wirklich eine gute Sache und tragen zum Erreichen der Klimaziele bei. Danke schön vielmals, Enya Berner. Für den Moment, wir kommen nachher nochmal zurück zu Ihnen. Mit ihrem Betrieb lebt sie die Nachhaltigkeit. Tanja Klein vom Modelabel Klein Basel. Seit über 20 Jahren kreiert sie mit ihrem Team Kleider, Ledertaschen und Accessoires. Bei ihr hat die Qualität ihrer Produkte genauso einen hohen Stellenwert wie die Löhne, die sie auszahlt. Klein Basel ist in Gross Basel, an der Schneidergasse. Hier produziert Tanja Klein mit ihren 8 Mitarbeiterinnen rund 1'000 Kleidungsstücke und 300 bis 400 Taschen pro Jahr. Es ist ein exklusives Label für eher höhere Ansprüche. Unter anderem, weil nachhaltig produziert wird. Das Erste ist sicher, dass wir die Schnittmuster selber machen. Also wir haben hier das Know-how, wir haben jemanden, der Schnitt macht. Das heisst, das Copyright ist auch bei uns. Das ist eigentlich eher unüblich in der Textilbranche. Dann produzieren wir in der Schweiz. Wir alle Ledertaschen, die wir machen, haben wir in der Schweiz Produktion. Und für die Kleider ist es zum Teil Schweiz und zum Teil Europa. Also wir lassen das in Kroatien machen. Das ist insoweit nachhaltig, weil das eben fair ist. Wir wissen, dass die Leute ihren anständigen Lohn kriegen. Es sind ganz kleine Manufakturen, die wir schon 20 Jahre zusammenarbeiten mit ihnen. Und das Dritte ist, dass wir sogenannte Deadstock-Stoffe einkaufen. Du musst dir vorstellen, es gibt einen Haufen Labels, die ganz viele Überproduktionen haben. Und wir kaufen eigentlich die Überproduktionen abkaufen, wenn sie bei uns ins Farbkonzept und mit der Qualität stimmen. Farbkonzept und Qualität sind wichtig für Tanja Klein. Warum die Nachhaltigkeit auch wichtig ist, obwohl sie die Produktion eher teurer macht, hat mehrere Gründe. Ich schlafe gerne ruhig zur Nacht und ich finde einfach, dass es nicht sein kann, dass Frauenberuf zum Beispiel so schlecht bezahlt ist und wir alle brauchen Kleider und ich finde, es ist wichtig, dass das Know-how erhalten wird, bleibt. Und aus diesem Grund ist es mir von Anfang an wichtig, auch weil ich halt von diesem Beruf komme. Oder? Die wirtschaftliche Situation ist gut für Tanja Klein mit ihrem Label. Dank dem, dass es immer noch genug Leute gibt, die bereit sind, für die Nachhaltigkeit einen Mehrpreis zu zahlen und die wissen, dass faire Löhne gezahlt werden. Ich drücke auch nicht irgendwelche Preise drucken mit meinen Lieferanten oder so. Wenn die sagen, sie brauchen so und so viel Geld, um diesen Mantel zu nähen, dann kann ich das abschätzen, weil ich weiss, wie viel Arbeit das ist, um diesen Mantel oder die Tasche zu nähen. Unser Kunde ist eigentlich, wir sind sehr transparent, dass man auf der Webseite uns das ganze Nachhaltigkeitskonzept anschauen kann. Und doch, die glauben an uns und ich mache das schon lange so. Also das ist nicht etwas Neues, das muss man auch wissen. Seit Nachhaltigkeit in aller Munde ist, ist es bei uns schon lange Programm. Also wir machen seit 25 Jahren nachhaltig fair produzierte Mode. Nachhaltigkeit in der Mode ist ein Dauerbrenner und er hat seinen Preis. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, beim Modeleben Klein Basel ist Greenwashing kein Thema und Nachhaltigkeit wird hier nicht zum Etikettenschwindel. Enya Berner, das ist zumindest mein Eindruck. Wie sehen Sie das? Ja, ein gutes Rezept gegen Greenwashing ist das Schaffen von Transparenz, also dass man genau aufzeigt, was man macht, wie man es macht, warum man es macht. Und ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass Frau Klein hier sehr viel investiert und dass sie auch eine sehr klare Vorstellung davon hat, was Nachhaltigkeit für sie heisst. Das schafft Vertrauen und ja, spontan kommt bei mir da kein mulmiges Greenwashing-Gefühl auf. Also wichtig ist Transparenz schaffen, alles offenlegen und so wissen dann auch die Kundinnen und Kunden, woran sie sind. Enya Berner, vielen herzlichen Dank für Ihre Erklärung zum Thema Greenwashing. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Ausgabe von Geld und Co. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.